So, und damit zurück und hallo und Niao zu einer neuen Aufnahme Let's Play Final Pokémon. Ich war schon wieder bei Final Fantasy 8. In der letzten Aufnahme sind wir stehen geblieben auf dem Weg nach, wie hieß die Stadt denn nochmal? Gehen wir mal auf Beutel und holen uns mal die Karte aus dem Arsch. Wo wollen wir jetzt hin? Wir wollen nach. Auch Fuxania City, da ist auch die Safari-Zone. Und ja, wir, aber wartet. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt zu laut ist. Ich glaube ja. Na, ich kann es ja noch pitchen, aber das möchte ich jetzt gerade nicht hören. Ne. Nee. Ja, das hört sich doch cool an. So. Auf dem Weg zu dieser Stadt und. Man weiß nie, was der nächste Fang sein wird. Ja, wenn du so einen Schritt vom Dings abstehst, dann sowieso nicht. So, eine Herausforderung von Angler Ansgar. Ansgar? Naja, Garbodor. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, welches Pokémon zuerst dran ist. Raichu, oder? Güter. Ah ja, stimmt, ich habe Raichu vorne angemacht, weil. Ist ja. Oh mein Gott. Da wollte ich hin, genau. Kapador wurde gesiegt. Jetzt haben wir Kapador. Schon wieder ein Kapador. Keine Ahnung, ob ich es als Kapador in den Kampf schmeißen. Bestimmt nicht. Wir haben ihn besiegt, den Ansgar. So, und weiter geht's. Haben wir denn Zerschneider? Nein. Ich habe natürlich wieder kein Pokémon mit Zerschneider dabei. Da wäre sowieso bloß so ein Scheiß drin gewesen. Hallo. Hier habe ich eine Höhle. Ich habe in einer Höhle Carbon gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Das ist wie no, Nobuo Uematsu. Mann, japanische Namen. Jetzt habe ich eigentlich, was er in den Kampf schickt, aber Quapsel kann ja nicht so viel aushalten, oder? Nein. Und Level 34, das ist natürlich auch sehr toll. Wie heißt der? Kirsten. Wohl gegen die Kiste. Kirsten. Kiste und Kirsten passt nicht. Ja, du hast verloren, ich weiß. Ich war dabei. Nein. Da habe ich jetzt nicht den Nerv zu. So, wir wollen. Wir können die überspringen. Denn ich habe nämlich keine Lust, großartig zu kämpfen jetzt. Dann müssen wir hier oben lang, soweit ich mich noch erinnern kann, in den, ja, bin unterwegs und habe Rückenwind. Schön für dich. Herzlichen Glückwunsch. War der kein Vogel? Normalerweise sind ja auch Vogelaufnahmen. Ist weggeflogen. Habitat. Okay. Da können wir auch ganz leicht mit Donnerschlag, Schock, nicht Schlag, alles niedermetzeln. Taubsi. Aber der kann schon viele Pokémon, also der hat sich gewappnet für die Pokémon-Liga, ja. Oder auch eher nicht. Aber Taubsi war ja mit seinem Rokuzuki eben schneller als wir. Nein, aber wir möchten gleich erstmal einen Trank anschmeißen, weil 16 habe ich da, also mit 16 KP habe ich da nicht so. Ne? Was haben wir hier? Übertrank, komm. Was haben wir immer dabei? Flamara, Turtok, Nocturne, Radikal und Relaxo, ja komm. Wow, ein Flügelschlag. Das ist nicht sehr effektiv. Wer wusste es? Ja, das war es natürlich auch wieder mit Taubsi. Ich habe übrigens mit dem netten Chartoxas, also ehemals Chartox, erzählt und wir haben über mein Headset philosophiert und ich weiß gar nicht, wie lange wird getelefoniert. Könnte ich eigentlich mal gucken, aber dann seht ihr das. Nein, auf jeden Fall. Könnten wir mein Headset nicht dem Brummen entziehen? Also, momentan brummt es ja nicht, aber es brummt ja immer, wenn ich den Netzstecker einziehe. Einsteck. Und das ist natürlich nicht. Na, was schaust du so dumm aus der Wäsche? Ich frage mich, wo dieser Spruch herkommt. Und ich pausiere das Spiel mal kurz. Nö. Nö. Nein. Nö. Nö. Obwohl, doch, das können wir.
Hiob. Alter. Bessere Namen haben sie wohl nicht gefunden, ne? Schlammbart. Ja, Schlammbart. Ich hätte jetzt Bock auf ein Schlammbart. Oh. Ich habe zwar noch nie eins gemacht, aber ich habe meine Hütte immer, dass sie toll sein sollen. Und mein Handy vibriert gerade. Immer noch schon einsetzen, wo Komoot dazu kann. Level 28, ja, ne? Boah, Level 28 gegen Level 28. Immer ein Donnerschlag. Stirb. Oder nicht, stirb nicht, mir egal. Okay, das ist jetzt dumm. Ich weiß nicht, ob wir einen Gegengift dabei haben. Wäre natürlich scheiße, wenn nicht. Es ist aber nicht so wie Toxin, dass es jede Runde mehr abzieht, ne? Und Donnerschlag wieder. Das soll das eigentlich gewesen sein? Wenn nicht, dann nicht. Ja, ich möchte einen Pokémon wechseln, weil sonst geht es das hier noch dort. Machen wir mal Relaxo. Mal gucken, was Relaxo eigentlich so drauf hat. Weiß ich gerade gar nicht. Psychokinese ist doch cool. Geowned. Zack. Schön. So, jetzt mal gucken, ob wir irgendwas dabei haben. Damit hier, damit wir nicht die ganze Zeit dieses Krisseln im Bild haben. Ne, wir haben einen Sonnebonbon. Schutzband, ein Elite Item. Es kann wilde Pokémon abhalten, wenn der Träger an der ersten Stelle steht. Aber sonst haben wir nichts dabei. Schade eigentlich. Dann wird Nocturne wohl entweder sterben oder erst dem Gift. Oh ja. Hast du ein Vogel-Pokémon schon das Fliegen beigebracht? Nein. Boah, der hat auch schon wieder drei Pokémon. Los, Raichu, mach's kalt. Ich denke mal, ich werde mit Nocturne an sich so 90% der Pokémon-Liga schaffen, wenn ich es Level 100 trainiere natürlich. Was der Fall sein wird. Naja, oder so Level 70 wird schon eine beachtliche Stärke haben, hoffe ich doch. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Ibitage sollte auch kein Problem sein für unser Raichu. Haben wir nicht, finde ich, den haben wir immer noch Relaxo, was Schnarcher machen kann und so einen ganzen Shit. Es regt mich gerade ein wenig auf, dass wir vergiftet sind. So, und wir können uns theoretisch den ganzen Trainer ersparen. Nocturne wurde besiegt. Ja, ist klar. Aber wir ersparen es uns auch so, indem wir durchs hohe Gras latschen. Wir werden die Trainer natürlich, ich weiß nicht, ob wir sie alle besiegen, aber ich bin eigentlich nicht so scharf drauf, die ganzen Trainer zu besiegen. Aber egal. Was haben wir denn hier oben? Hallo? Hallo? Ah, Kontrolle. Irgendwie haben wir... Da stehend eine. Stehend eine. Stand eine. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eichs Assistent. Wenn du mindestens 50 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. EP-Teile. Also, Dolle, hast du mindestens 50 verschiedene Pokémon gefangen? Ja. Oh, schade, du hast erst 19 verschiedene Pokémon gefangen. Du benötigst 50, um das Geschenk zu erhalten. Die Frage ist jetzt, 50 verschiedene Pokémon sammeln oder nicht? Ich denke eher nicht. So. Wir latschen mal hier rein. Gezielt. Und. If a fiver, half a war. If a war. Oh nein. Oh nein. Hey, Lapras. Diese Musik. Sie erinnert mich an etwas. Etwas aus längst vergangener Zeit. Übrigens, mit anderen Texturen kann man die Felder, die man nicht begehen kann, sichtbar machen, da in der Arena. Dave Weiss. Donkey Kong Country. Von Dave Weiss. Was haben wir hier? Pokémon nehmen. Ja, Pokémon ablegen. Halt. Nehmen wir mal. Ja, die Radikal ist cool. Wer ist ein PC? Ne.
Er muss mal in die Arena stürzen. Warte, warte, warte. Aber, na, Mann, ey. Ich will eine coole Szene machen, weißt du, der lässt mich nicht mehr. Aber nicht mit der Musik, sondern. Mit dieser schönen Ultima 5 Musik. Warrior of Destiny. So, was wir natürlich machen sollen, ist hier lang. Denn hier. Ich möchte später. Ich habe den nicht verstanden, weil ich auf Speed gedrückt habe. Jungle. Chuck. Traumato. Ruckzuckhieb. Ist nicht gestorben. Psychokinese. Donnerschlock. Schlock. Donnerschlock. Giftwolke. Oh nein. Wir sind vergiftet. Ich sollte, hätte mir vielleicht Gegengift einpacken sollen, aber. Schlau wie ein Fuchs ist er und hat's nicht getan. Das bin ich übrigens selbst mit meinem Snare-Dings hier, ne? Hi-Hat meine ich. Und das war's mit Raichu. Schade eigentlich. Machen wir mal relax, ich will mal was ausprobieren. Kampf und Psychokinese. Mal gucken, was passiert. Nicht sehr effektiv, ja, natürlich. Erholung ist auch dumm, also machen wir mal Pokémon und wechseln uns auf. Oh, radikal. Stirbt nicht. Spezialverteidigung von Radikal steigt. Machen wir mal Hyperzahn, was das bringt. Attacke ging daneben, okay. Komm schon. Also sie ist normal effektiv. Kadabra. Kadabra, Kadabra, Simsala. Ist in der 6. Generation eigentlich ein bestimmtes Pokémon, oder was Bim heißt. Und das nächste Traumato. Eine Hyperzahn und das sollte Geschichte sein. Ich habe verloren. Na, was du nicht sagst. Also man kann ja außen rumgehen, komplett, glaube ich. Dann hier nicht rein, dann auch nicht rein, da. Dreh dich weg. Nein, oh, ich wollte doch enger. Yay, Peitschentypi, Domteur Henry möchte kämpfen und schickt seine Dame. Da wird er mit seiner scheiß Peitsche aber nicht wirklich weit kommen. Und ich mit meinem Flammhara auch nicht. Turtok. Vor allem dadurch, dass es nur eine Feuerattacke kann, machen wir Aquavelle. Schöne Monkey Island Dump Mod Musik. Aber ich liebe Monkey Island. Machen wir Aquaknarre, ne? Und ich glaube, ich werde gleich etwas tun, was ein Let's Player eigentlich, nein, nur Level 39, nicht tun sollte. Nämlich eine Aufnahmepause. Nein, ich habe sogar das angefangen. Arbok ist. Ja, Aquavelle. Nämlich. Vielleicht hören uns einige jetzt daran schon. Komm schon. What do you make? Make. Biss. Komm ich hier durch? Komm ich hier durch? Hier? Okay, ich muss hinter dem Typen lang. Bin ich vor dem Typen lang? Oh nein. Dreh dich. Ich weiß, du kannst dich drehen. Du hast es mir verschwiegen. Ach, fick dich. Koga ist der Nachfahre einer Reihe legendärer Ninja-Kämpfer. Wir sind deine Vorfahren. Das mit Immel? Das ist genauso wie. Na, ich will mich jetzt schon nicht aufregen. Immer, ja, Ruckzuckieb. Es ist aber immer so. Warum sind
blaublütige halt, ne? Ja, eigentlich immer, egal. Ich meine, wenn du halt in so einer Königfamilie damals geboren wurdest, hast du nicht ausgesorgt gehabt. Oder okay, du hattest deine ganzen Neider und die ganzen Feinde gehabt, aber du hast trotzdem ausgesorgt. Steh ich nicht. Hypno ist dumm. Hätte ich doch fixen sollen, aber ich glaube, so Verteidigung hat sich das nicht wirklich viel dazu bekommen. Nee, aber ist doch so an sich. Warum? Ich meine, was gibt denn das Recht dazu, so viel Geld zu haben? Obwohl, das ist heutzutage auch noch so. So, Koga. Ich glaube, er fängt mit A, das müsste eigentlich ein Kind von Laninia meist zum Kampf heraus. Wie willst du, hey?